Willkommen hier im Theater Freudenhaus. Operette, sich wer kann. Die Tschadersfürstin steht auf dem Programm. Operette einmal anders. Operette weg vom Klischee. Die Bühnenelche aus Schwerte unter der Leitung von Gunther Gerke präsentieren ihm diese Tschadersfürstin in einer burlesken Art. Sie werden es erleben heute Abend mit uns, die Tschadersfürstin. Sie haben doch alle Taschentücher bekommen? Ja? Sie sollen hier nicht weinen, meine Damen und Herren. Nein, Sie sollen mit uns lachen. Lachen von ganzem Herzen. Die stehen oder sitzen auch nicht abseits. Sie werden auch mitmachen. Ich möchte Ihnen natürlich gar nicht so viel verraten, sondern ich möchte einfach sagen, Vorhang auf, die Operette nimmt ihren Lauf. Ich bin natürlich alleine hier, wäre schön am Klavier. Ach, das haben wir nicht verstanden. Ja, das ist so ein Ersatz. Mich, glauben Sie mir, meine Damen und Herren, ein Ersatz, den ich nicht liebe, aber ich muss mich eben damit begnügen. Ihnen viel Vergnügen. Auftreten. Oh.
Sie wird morgen in aller Frühe in das erste Schiff steigen und auf Amerika-Tournee gehen. Oh! Aber Freunde, ich habe eine Bitte. Keiner soll mir heute von Abschied reden oder von Traurigkeit. Wir wollen tanzen und fröhlich sein. Ja! Ja! Machen wir einen Mulatschak. Ja! Einen Mulatschak mit Champagner und Musik. Ja! Auf allgemeinen Wunsch, zum letzten Mal und zum Betrieb, sagen wir zum achten Mal, Juliska Waldi, kommt her. Kommt her. Darf ich vorstellen, meine zarte Mädels? Juliska und Waldi. Meine Damen und Herren, unsere kleine Bee vom Varieté, Fräulein Silva Varescu. Bitte schön!
sehen. Nun, was du doch hast. Jetzt ist sie weg. Edwin, sie hat jeden hier von uns den Kopf verdreht. Das ist nun einmal so bei den Mädels von Chanton. Aber glaube mir, die nehmen die Liebe nicht so tragisch wie du. Doch, was sagst du so? Könnte ich die Zeit doch nur zurückdrehen. Nun ist das Gastspiel bei uns in Budapest auch schon wieder beendet. Wenn mir doch bloß etwas einfallen würde, womit ich sie aufhalten könnte. Edwin, mit jedem neuen Programm kommen auch neue Mädels. Das war schon immer so. Aber keine ist so wie Silva Varesco. Das ist ein Welt, die hat Feuer. Ach, was soll ich euch viel erzählen, ihr kennt sie ja. Es gibt heute nur eine Silva. Und warum, Bruderherz? Weil sie jünger ist. Weil sie hübscher ist und teuer. Nein, Bruderherz, weil sie anders ist. Anders muss man sein, dann hat man Erfolg im Leben und auf der Bühne. Hab ich recht, Feribaci? Hast du recht, Monika. Ich war auch immer anders. Haben andere geschlafen, habe ich gelohnt. Haben andere gearbeitet, habe ich geschlafen. Haben andere gezahlt, bin ich schuldig geblieben. Aber Lucy passt immer und hast dich fabelhaft dabei gehalten. Schaust ja noch aus wie ein junger 80er. Feribaci, bin ich dein Freund. Wer bist es, Bonnie? Schließlich verdanken wir dir unsere Silva. Wenn du nicht gewesen wärst und sie entdeckt und gefördert hättest, dann wäre sie heute nicht hier. Also bitteschön, ja, ich bin nur ihr Freund. Ja, nur ihr guter Freund und sonst überhaupt gar nichts, ja? No, no. Aber wenn man da hineinschaut und da? Da ist überhaupt nichts drin. Das will ich auch hoffen. Ach, Edwin, sag, bin ich dein Freund. Ach, da hätten wir ja noch ein Telegramm für dich. Na, schon wieder? Ja, sicherlich wieder eine Vorladung von dein Hausgericht, von Herrn Papa, den Fürsten Liebertweilersheim, da bitte schön. 99 Telegramme jeden Tag, das ist ja zu viel. Alter Fürst, wir Wind gekriegt haben von deiner, wie soll ich sagen, Beziehung. Silber? Also Ausdrücke hast du manchmal, Beziehung, dafür ist die Silber nicht zu haben. Da heißt es heiraten, mein Lieber. Naja, und heiraten kann der Edwin sie ja nicht. Darf er sie ja nicht. Wird er sie auch nicht. Es soll schon vorgekommen sein, dass Fürsten Damen vom Varieté geheiratet haben. Ja, aber doch nur in Operette, nicht in der Realität. Ja, und im Übrigen kennt ihr die Familie vom Edwin ein bisschen schlecht. Wisst ihr, Kinder, die haben da nämlich alle noch blauen Blutdruck. Die ziehen sogar zum Schlafen Handschuhe an. Ja. Nun sag schon, was steht drin. Du hast recht. Es ist von meinem Herrn Papa, dem Fürsten Liebert Wählersheim. Ich soll mir diese Tingeltangel-Dame aus dem Kopf schlagen, schreibt er. Hier dich selbst. Affäre mit Chansonette muss sofort Ende nehmen. Ja. Kompromittiert ganze Familie. Ja. Wenn du nicht augenblicklich nach Hause kommst, wird der Mitarbeiter dich zu zwingen. Stopp. Ja, ich denke gar nicht daran. Ich möchte sehen, wer mich dazu zwingen kann. Edwin, sei vernünftig. Mach keine Geschichten und fahr endlich. Ich kann nicht. Ach, schau, Edwin, mach keine Geschichten. Was nutzt dein Dickschädel gegen deines Vaters Hinterfüß? In ein paar Stunden fahrt Silber. Sie wird nicht fahren. Sie fahrt sicher. Schlag sie dir doch aus dem Kopf ein für alle Mal. Die Silber ist doch kein Mädel, mit dem man spielt. Ich weiß schon selbst, was ich zu tun habe. Du hast zu tun, dass du nach Hause fährst. Genau, du musst zurückfahren zu deinen Vorfahren. Ja. Echt, nimm es doch nicht so. Nun schau dir mich doch einmal an. Muss es denn ausgerechnet gerade die sein? Guck mal, was hab ich ein Glück bei den Frauen. Ja? Mir gefällt ja auch jede. Naja, gestern zum Beispiel, da hat sich doch wieder einer aus dem Fenster gestürzt wegen mir. Aus Liebeskummer. Ja, die Juliska, ihr könnt sie selbst fragen, da ist sie ja. Ja. Juliska, ist das wahr? Ja, aber aus dem Fenster. Ach, ist sie nicht süß. Wie gut, dass ich keine so gestrenge Familie mehr habe wie du. Was wäre mein Leben ohne die süßen Mädels vom Chanton? Eben, Edwin, also komm, lass uns feiern und fröhlich sein. Und wenn es dann soweit ist, ein Kuss und Adieu. Einverstanden. Hast du recht, Boni, du alter Sünder. Na, sag ich doch. Komm.
Wir sind Lumpen drum, Mann. Von A bis Z, von A bis Z. Alle seid ihr so nah und freut euch wie die Kinder auf jedes neue Mädel im Programm. Programm, 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 wo in der trauten Atmosphäre, wo man tanzt und küsst und lacht, weil mich auf der Welt wie Seele macht zum Tag die Nacht. Ja, alle sind wir Falter und da vergisst sein Alter. Mit so ein kleines, super feines, zuckersüßes Mädel auf dem Platz. Ha ha ha!
her. Erst einen den Kopf verdrehen und dann ab durch die kalte Küche. Aber Edwin! Verzeih's, nenn dich nicht so. Apropos kalte Küche. Kommt, Kinder, lassen wir die beiden in Ruhe voneinander Abschied nehmen. Kommt, draußen im Foyer wartet kaltes Möppe auf uns. Komm, alles auf meine Rechnung. Komm! Du ja! Ich auch. Ja, ja. Ach, Edwin denkt daran. Ein Kuss und Adieu. Siva, Sie dürfen nicht fort. Tag und Nacht muss ich an Sie denken. Jede Nacht von Ihnen träumen. Aber Edwin, nur im Traum ist alles erlaubt. Seien wir doch vernünftig. Ein Fürst und eine von Varieté, das passt zusammen wie ein Elefant zum Klavier. Na und, Siva. Bitte bleib. Es geht nicht, Edwin. Mein Schiff liegt doch schon im Dortmunder Hafen vor Alter. Und dann glaub mir, Edwin, gibt es für dich noch viele, viele andere Mädchen. Oh nein, Silva. Ich will doch nur dich. Ein letztes Mal. Ich liebe dich. Ja, aber warum denn nicht? Von allen Frauen, gerade mich? Mädchen gibt es wunderfeine, doch für mich gibt's nur noch eine. Und die eine ist die schönste auf der Welt. Eine nur, die ist die echte. Eine nur, die ist die rechte, die uns gefällt. Die ist die schönste auf der Welt. Die ist die rechte, eine nur. Thank you.
Verzeihung. Baron Ohnsdorf, mein netter Oberleutnant. Graf. Servus, Oberst. Pardon, Herr Oberst. Sag einmal, warum sagst du denn fetter Oberleutnant zum Eugen? Und die Kinder da überhaupt wieder. Also bitte, lieber Eugen, was führt dich hierher? Ist doch auch etwas geschehen? Nein, aber sag, kann ich dich einen Augenblick allein sprechen? Joi, ich hab das Gefühl, der schmeißt uns beide raus, Feribaci. Graf Canciano? Oberst von Kerekesch. Ich habe ja überhaupt gar nicht gewusst, dass du ein Oberst bist. Soll ich dir was sagen? Ich auch nicht. Total verrottete Gesellschaft. Also bitte, lieber Vetter, was ist geschehen? Du musst nach Wien, mein Lieber. Und zwar augenblicklich. Sofort. Überhaupt nicht in Frage. Sieh erst einmal das. Persönliche Meldung, mein Kopfkommando. Das heißt heute, Punkt 12 Uhr mittags. Aber das schaffe ich ja gar nicht mit dem Zug. Nun wartet mein Automobil. Abgefahrenes Spiel, das hat sich Papa gedacht, um mich von hier wegzubringen. Ich dachte, er weg zu Wien, du kompromittierst unsere gesamte Familie. Kompromittieren, weil ich Silva gern habe? Eine Tingeltangelage. Unsdorf! Solche Frauenzimmer scheue ich nicht an. Dabei bin ich ja ein freier Mann, während du zu Hause eine Braut hast. Eine Braut? Anastasia? Du meinst die kleine Stasi. Aber es ist doch nicht meine Frau, eine Jugend, die bei einer Laune von unseren Eltern wollt. Was nimmt man doch nicht ernst? Die Stasi und deine Eltern haben es aber anscheinend ernst genommen. Sie drängen auf bannigste offizielle Verlobung. Was? Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Edwin, du bist Offizier und musst gehorchen. Komm heute nach Hause. Ja, aber Edwin, wo bleibst du denn? Oh, pardon. Nein, bleib ruhig hier. Donnerwetter. Darf ich vorstellen? Mein Vetter, Oberleutnant von Ohnsdorf, Fräulein Silva Varesco. Er kommt nämlich, um Edwin zu entführen. Wie bitte? Eine dienstliche Angelegenheit. Ich werde einberufen. Unaufschiebbar. Ich verstehe. Nun, das trifft sich ja gut. Dann können wir ja gleich doppelten Abschied feiern. Wie meinen Sie das, Gnädigste? In wenigen Stunden fahre ich rüber nach Amerika. Aus beruflichen Gründen. Na, umso besser. Er meint natürlich für die Amerikaner. Natürlich. Sehen wir uns noch durchlaucht? Selbstverständlich, gnädiges Fräulein. Herr Oberleutnant, schade, dass Sie zu meinem kleinen Abschiedsfest nicht bleiben können. Sie entschuldigen mich nun bitte. Ich muss zurück zu meinen Freunden. Oberleutnant Ronsdorf. Es hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen. Das glaube ich kaum. Na, was stehst denn so da, wie ein Karpfen auf dem Trocknen schwimmt? Also ich muss sagen, Edwin, du hast gar keinen so schlechten Geschmack. Trotzdem muss ich dich aus Ihren Namen reißen, es wird allerhöchste Zeit. Also gut, Eugen, sag, wie lange kann es wohl dieses Mal dauern? Länger als 2 Monate werden Sie dich sicherlich nicht da behalten. 8 Wochen? Ja, das trifft sich gut. Eugen, in einer halben Stunde kannst du mich abholen, aber keine Minute früher. Aber wir kommen hier schon zurecht, da lass dich drauf. Gut, ich verlasse mich auf dein Wort. Ach, der Papa wird seine Riesenfreude haben. Ihr alle werdet eure Riesenfreude haben. Wartet's nur ab. Ich will nur noch in Ruhe Abschied nehmen. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja, Edwin, sag, bin ich dein Freund? Moni, lass mich in Ruhe. Ich habe jetzt andere Sorgen. Was hast denn du für Sorgen? Verschieb deine Sorgen auf morgen. Mein Freund, nein, immer noch nicht. Ich weiß. Er muss sich von dieser Dame trennen, ein für alle Mal. Von der Silva? Der arme Teufel. Entschuldige bitte, er ist so gut wie verlobt.
selbstverständlich. Du meinst doch seine Cousine, nicht wahr? Die waren einmal bei uns zu Besuch, vor vielen, vielen Jahren, mit dem Edwin, als die Stasi noch ein ganz kleines Mädchen war. Ach Gott, was war die damals süß. Und jetzt heiratet die? Ja, und ich weiß von nichts. Warum hat denn der Edwin niemals ein Wort davon erzählt? Das kannst du ja wohl denken. Wegen dieser Varescu. Der alte Fossil ist natürlich bei der Papa. Aber die Verlobungsanzeigen hat er schon drucken. Was? Na, da werden aber alle Augen machen. Die Peer, die muss ich ja sofort der Silber zeigen. Du, ich möchte nicht, dass irgendjemand davon erfährt, solange der Edwin noch da ist. Habe ich dein Wort? Verlobung im Hause Liebert Weilersheim. Tatsächlich. Die arme, arme Silva. Arme Silva, die wird sich schon trösten. Der Alte zahlte bestimmt eine gute Abfindungssumme. Das Geld soll er mal ruhig behalten, der alte Kater. Der Geld haben wir nämlich hier mehr als Verstand. Gott sei Dank. Weniger wäre ja schlimm. Naja, da hast du allerdings auch recht, Boni. Wir sehen uns dann in einer halben Stunde auf. Wiedersehen. Ja, ja, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ach, der alte Eugen, der. Na, ich möchte jetzt nicht in Edwins Haut stecken. Die dumme, dumme Liebe. Boni, wo bleibst du denn? Ja, wir warten auf dich. Oh, meine Mädis. Kommt her, meine Lieben. Wenn ich euch nicht hätte, ich glaube, ich hätte mich schon längst von Nachtleben zurückgezogen. Das kannst du doch gar nicht. Boni, gib mir einen Kuss. Nein, nein, Walli. Bitte sei nicht eingeschnappt, aber nun stell dir doch einmal bitte vor, ich verliebe mich derartig stark in euch beide. Das wäre doch schrecklich, nicht wahr? Ja, und wenn ich mir das Elend mit dem Edwin da draußen so anschaue, ja, dann glaube ich schon fast, ich muss langsam doch wirklich einmal anderes Dasein anfangen. Ja, vielleicht mal arbeiten, oder so weit ist es ja noch nicht. Nur mit der Liebe, da ist es jetzt bei mir aus. Das schwöre ich. Aus ist mit der Liebe bei mir ein für alle Mal. Schau kein Mädel mehr mir an, schau mir keine an. Wenn auch tausend Herzen brechen, das ist mir egal. Unter alle Weiblichkeiten mach ich einen Strich. In der schönsten Blütezeit zieht zurück ich mich. Mein Entschluss steht felsenfest, mit der Liebe ist es Rest. Doch ganz ohne Weibe ist die Sonne, ganz ohne Sonne, die Rose nicht. Drum bin ich und da so ein Ballon. Ich vermählt, leider das Talent mir fehlt, das Talent mir fehlt. Ganz besonders bin ich von Geburt aus schon nicht treu. Führ nur wohl mich als Galan, fresh und flott und frei. Stell mich nicht als Ehemann unter Polizei. Ja, ich gestehe es ohne Scham. Niemals werd ich monogam, denn ganz ohne Weibe wird die Schuze nicht. Nur ganz ohne Sonne wird die Rose nicht. Da küsst uns doch, da küsst uns doch. Aber mit Vergnügen, ganz ohne Weibe wird die Schuze nicht. Ganz ohne Sonne wird die Rose nicht. Gar nicht hören will, bin ich euch.
Hier mit der Feder und
Festgesetzt ist. Tullitz! Tullitz, der Boni, warum tust du
Lucifer, bin ich dein Freund, ja oder nein? Also, wie kannst du so etwas sagen? Hier, Verlobungsanzeige. Der Ronsdorf hat sie mir selbst gegeben. Und du wirst in Nippertweilersheim beehren sich die Verlobung ihres Sohnes Edwin mit Komtesse Anastasia Engberg anzuzeigen. Glaubst du mir jetzt, Silva? Eine Laune, damit der Edwin zeigt, dass er durchsetzen kann, dass du hier bei uns bleibst. Silva, nimm das doch nicht so tragisch. Du bist doch ein gescheites Medi. Ein Medi vom Chanton. Du passt doch überhaupt nicht in diese Familie hinein. Du, dir müssen alle Männer zu Füßen liegen, nicht nur einer. Hast recht, Boni. Hast recht, Boni. Ihr Medis, ihr Medis vom Chanton, wir nehmen ihr Liebe nicht so tragisch. Und jetzt nach Amerika, auf der Bühne stehen die Menschen voll ja. In leichten Augen und in strahlenden Gesichtern singen, das ist meine Welt. Ja, 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 Herr von Kisch, ja, Herr von Kisch. Ihr Ehekontrakt, allein Kisch, die Unsamkeit, die Varietät, die Verschlechterung des Publikums. Ach, hier ist aus, sind nicht ich welt, fröhlich hinaus, flott in die Welt. Ja, dort will ich die Herzen entzünden. Thank you.
angeht. Ich kann auch nicht schon um 3 Uhr morgens nach Hause gehen. Herr Weilersheim, beehren Sie die Verlobung Ihres Sohnes, Edwin, anzuzeigen. Es ist doch immer die gleiche Geschichte. So kann man doch mit heiligen Dingen nicht umgehen. Ach, bitte, hör nicht auf zu spielen. Spiel was für mich, irgendwas aber. Thanks.
Zigeunermusik hören. Und ist mir so in den Kiefer. Ja, auch. Gestatt es, Leopold Maria? Aber ja, geht nur. Meine lieben Gäste, bis zum offiziellen Teil der Verlobung wird es noch einen Augenblick dauern. In der Zwischenzeit werden meine Gattin und Oberst Billinger unten in der Pavillon den Tanz eröffnen. Ich wünsche bon amusement. Thank you.
scheinbar nicht zu bändigen. Bitte, was sagst du? Schau mir einmal in die Augen. Fest? No, fester kann ich nicht, Stasi. Sei nicht so streng mit mir. Du bist ein ganz falscher Kerl. Aber Stasi! Bleib sitzen! Du hast Geheimnisse vor mir. Stasi, nein. Na, 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 na. Du behandelst mich wie ein kleines Kind. Dabei weißt du doch, was die Eltern vorhaben. Wir sollen heiraten. Ja. Ja. Und? Hast du sie noch gern? Wie? Na, die Silva natürlich. Na, wer hat dir denn das? Cousin Gronsdorf. Na, das hätte ich mir ja denken können. Aber er hat es doch nur gut gemeint. Schau mal, früher hast du mir doch auch immer erzählt, wenn du verliebt warst. Und das war reichlich oft. Stasi, bitte. Bleib endlich sitzen. Aus uns beiden kann doch nichts werden, solange diese Affäre noch nicht aus ist. Es ist aus. Wirklich? Wirklich. Ganz oder nur drei Viertel? Ganz. Du schaust immer so furchtbar ernst rein, wenn du lügst. Sie hat dich sitzen lassen. Nein, nein. Oh doch. Am selben Abend, als du nach Wien gefahren bist, ist sie auf nach Amerika. Na, du bist ja gut informiert. Mhm. Und ich weiß auch, dass du hinter ihr her telegrafiert hast. 100 Mal. Aber leider ohne Erfolg. Stasi, bitte, lass das. Sie muss sehr schön gewesen sein. Stasi! War sie schön? Ja, zum Donnerwetter. Schöner als... ich? Ja. Anders halt! Stasi, es ist alles aus und vorbei. Umso besser. Dann kann ich ja dem Onkel sagen, dass er noch heute unsere Verlobung proklamieren kann. Denn dafür sind wir beide ja schließlich heute hier. Ja, ich weiß, Stasi, du musst mir helfen. Ich kann mich heute auch nicht mit dir verloben. Ich darf es nicht. Ich muss erst noch eine Nachricht abwarten. Was? Ein Geheimnis? Ein Geheimnis? Bitte, Stasi, frag nicht. Ist ja schon gut. Brauchst es mir ja nicht zu sagen. Stasi, du bist ein Engel. Ich danke dir. Stasi, sag, hast du mich denn überhaupt so richtig gern? Nein. Zum Eimer wird schon noch reichen. Lauschen. Leopold Maria, ich bin
Alter etwas Tilititi da oben. Erst schiebst du mich als Lauscher an der Wand unter Einsatz meines Lebens aus und dann willst du mir auch noch Vorhaltung machen, wenn ich alles Wort für Wort wiedergeben kann. Ja, da ist der Blut, aber was hat der Blut gesagt? Der Junge war ganz außer sich. Ich kann nicht, hat er gesagt. Ich darf nicht, hat er gesagt. Ich muss noch eine Nachricht abwarten, hat er gesagt. Ein Geheimnis. Er kann nicht. Er darf nicht. Mhm. Er kann nicht. Er darf nicht. Leopold Maria. Am Ende da. Mir schwant Fürchterliches. Leopold Maria. Er kriegt ein Kind. Einen Weizensprössling. Aber Leopold Maria, du brauchst mich doch nicht aufzuregen. Es braucht ja niemand davon zu erfahren. Wir schicken es einfach zu einer Amme aufs Land. Was, Amme? Bei der Flasche lasse ich es aufziehen. Das soll seine Strafe sein. Aber denke doch, das Kind kann doch nichts dafür. Schließlich ist es doch ein Wimpernwaldersheim. Gemischt mit Silvermarescu. Ja, ein Cocktail sozusagen. Wir kümmern uns jetzt wieder um die Gesellschaft. Aber man darf uns nichts anmerken. Komm, Großpapa. Jawohl, Großmama. Hier werden Sie seiner Durchlauf den Fürsten Boni Franciano und... Und die Frau. Sag mal, bist du denn vollkommen wahnsinnig geworden? Wir kommen da in eine Schlamastik hinein, da kommen wir ja nie wieder heraus. Boni, ich bitte dich, lass mich nur für heute Abend deine Frau sein. Aber warum denn das in alles in der Welt? Das ist doch ganz einfach. Wenn Edwin eine Braut hat, wird ich ein Mann. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Boni, entweder du schwörst mir, dass ich für heute Abend deine Frau bin, oder ich mache einen Skandal, von dem man in ganz Wien sprechen wird. Also... Schwörst du? Hm? Ja, was höre ich denn da? Der Boni ist da. Ja, ach, da, so schau ein... her. Ja, so eine Überraschung. Seid gegrüßt, meine Lieben. Ach, die Tante Durchlauch. Ja, du musst schon entschuldigen, dass wir hier so hereinplatzen wie Kuh in Haustor. Aber das macht doch gar nichts, mein Lieber. Im Gegenteil, ihr kommt ja gerade wie gerufen. Aber sag einmal, so ein Strapanzer heiratet einfach, ohne uns beiden etwas davon zu sagen. Ich habe auch nicht gewusst, dass so etwas so schnell gehen kann. Weißt du, wir sind nämlich sozusagen noch in Fliepersekunde. Ja, aber sag einmal, Boni, willst du uns nicht wenigstens deine reizende Gattin einmal vorstellen? Entschuldigung, Tante, das hatte ich in den ganzen Schlamassel ja ganz vergessen. Ja, das ist also meine Frau, die Gräfin Canciano halt. Ich heiße Sie auf das allerherzlichste willkommen. Ich auch. Ich heiße Sie natürlich auch auf das allerherzlichste willkommen. Leopold Maria. Ich denke, wir sollten auf dieses freudige Wiedersehen mit einem guten Tröpfchen anstoßen. Moment, ich lasse es eben ein Gläschen bringen. Oh, pardon, wenn ich störe. Aber die Tombola fängt gleich an. Familie häufiger vorzukommen.
Wie ich hörte, stehen Comtesse auch kurz vor der Hochzeit? Mhm. Ja, allerdings mit unserem Sohn Efi. Ja, wo steckt der Mut denn nur? Der wird Augen machen, wenn ihr da seid. Er ist gerade auf sein Zimmer gegangen. Ich werde ihn gleich holen. Oh nein, bitteschön. Nichts holen, nichts holen. Ich meine, wenn er von selber kommt, kann man nichts machen, aber... Und im Park hat gerade... Was denn, Eugen? Erzähl doch weiter. Pardon, was sehe ich? Madame, Sie in Wien? Ja, aber Eugen, du kennst die Gräfin. Gräfin? Also doch nicht. Ich darf vorstellen, Oberleutnant Ronsdorf, Graf und Gräfin Kanschian. Ja, aber Gräfin, Graf, Moni, das ist doch... Wenigstens müsste ich ballonieren, aber ich hätte schwören können. Ja, aber was denn um alles in der Welt? Eugen und jetzt geh doch gut. Gräfin haben eine frappierende Ähnlichkeit. Ich? Mit wem? Mit einer Künstlerin, die ich erst unlängst in Budapest sah. Ach so, wie hieß sie denn noch? Sie saß. Sie? Sie meinen Silva Varesco. Genau, die meine ich. Kennen Sie die? Aber ich bitte Sie, lieber Herr Oberleutnant, natürlich nicht. Aber mein Mann, nicht wahr, Bonifatius? Oberflächlich kenne ich Sie ja. Stell dir vor, man bewundert wieder einmal meine Ähnlichkeit mit dieser Varesco. Ist das nicht komisch? Au, außerordentlich komisch, ja. Eigentlich schade, dass du sie nicht selber einmal kennenlernen kannst. Ja, warum sollte ich denn nicht? Ja, aber das geht doch gar nicht. Ich meine, du kannst ja nicht... Wirklich schade. Sie ist eine tolle Person. Man erzählt sich förmlich Romane von ihr. In Ungarn soll sie ja die Braut eines Adeligen gewesen sein, der sie dann hat doch sitzen lassen. Seitdem nennt man sie nur noch die Schadas-Fürstin. Ist das nicht gut? Sehr komisch, nicht wahr, Bonnie? Mhm. Aber lassen wir doch diese Person aus dem Spiel. Am Ende kränken wir unsere liebe Gräfin noch. Das wollen wir doch nicht. Sehen Sie, eine Bretteldiva kann niemals so ausschauen wie eine Aristokratin. Ich für meinen Teil würde den Unterschied jedenfalls sofort erkennen. Du doch auch, nicht wahr, Anhilde? Ja! Durchlauf sind eben Menschenkenner. Aber sag, Eugen, erkennt man den Adeligen, von dem du uns gerade berichtet hast? Das würde mich ja noch brennen, wenn wir das sah. Ja, das... Was höre ich da? Der Boni ist da. Und sie, wen er mitgebracht hat, die Gräfin Kanschian. Jetzt Platzbombe. Oh. Mein Sohn kennt die Schadas-Fürstin. Tja, jetzt sind Sie aber enttäuscht, was? Durchlaufen verwechseln mich. Aber seien Sie ganz beruhigt. Ihrem Herrn Cousin ist soeben dasselbe passiert. Also, diese Varesco scheint faktisch eine Doppelgängerin von mir zu sein. Anscheinend, Gräfin. Das liegt am Typhus. Am Typhus. Meine Frau kommt nämlich aus Kiskükelö. Und alle Frauen aus dem schönen Kiskükelö sehen sich ähnlich. Ach so, Frau Gräfin sind aus Kiskükelö. Aus dem schönen Kiskükelö, wo Schweindal mit Ringelschwanz auf der Promenade spazieren geht. Na, Boni, da gratuliere ich dir aber. Oh, jetzt kann ich sie wegschmeißen. Miteinander, nicht wahr, Boni? Furchtbar, ja, ganz furchtbar. Durchlauf dürfen uns nicht böse sein. Böse, wieso? Nun, wenn ich jemand so richtig schrecklich lieb hab, nicht wahr? Schrecklich, ja, ganz schrecklich, ja. Dann kann ich mich meistens gar nicht so richtig zusammennehmen. Nein, das kannst du. Darf ich die Gäste dann jetzt in den Garten bitten? Am Ende fängt die Tombola doch ohne uns an. Schöne Gräfin, darf ich Ihnen meinen Arm anbieten? Aber gern durchlaufen. Graf Boni, kommen Sie mit? Ja, aber mit Wonne. Du bläst. Aber Edwin. Pardon, er lasst mich nicht. Er hängt so an mir. Ja, da muss ich mir einen anderen Tänzer suchen. Darf ich bitten, Tante? Komm, Eugen, wollen doch mal den
soll das alles heißen? Ja, ja, Moment einmal. Sag, Edwin, bin ich dein Freund? Oh, jetzt rede ich. Gut, was soll das heißen, ha? Was soll das alles heißen? Wenn du mich so bittest, kann ich dir ja gar keine Antwort geben. Ich unterschreibe ein Eheversprechen und du fährst mit ihr nach Amerika. Ich schreibe, ich telegrafiere, alles umsonst. Moment, du schreibst und telegrafierst umsonst? Wie hast du das gemacht? Die muss dafür immer bezahlen. Lass deine blöden Witze jetzt. Dann kommt sie wieder und ist mit dir verheiratet. Das ist ja zum Verrücktwerden. Ich habe mich betrogen und ich, Narr, sitze da und warte. Wo habt ihr geheiratet? Drüben? Nein, üben. Heißt das? Ja, nu, übe in Kischkükülö. Das war's, Mamuschka und Papuschka. Gestern, ja. In Kischkükülö. Ja. Du bist also wirklich ihr Mann? Und du wagst es noch, mir unter die Augen zu kommen? Ohne ein Mensch, den ich blind vertraut habe, ich begehe einen Mord! Was nicht, aber hör mit der Schüttelei auf! Ich bin ja kein Schwindelein! Also gut, sprich, ihr habt geheiratet. Wer, warum und weshalb? Ach Gott, warum und weshalb heiratet man denn wohl? Aus Liebe, also... Was? Aus Vernunft! Aus Vernunft! Aus Vernunft. Ja. Du hast sie also wirklich geheiratet. Du bist wirklich ihr... Aber Edwin, ich habe sie doch gar nicht geheiratet. Nein, sie hat mich geheiratet. Das ist Unterschied. Das ist völlig egal. Tatsache ist doch, du bist ihr Mann. Ja, das heißt, nun, bis auf ganze Kleinigkeit, ja. Weißt du, wie soll ich sagen? Unsere Ehe ist nämlich noch rein. Oh Gott, wie soll ich mir nur ausdrücken? Weißt du, sie hat mich noch nicht verkonsumiert. Was sagst du da? Sie hat noch nicht, nein. Ihr habt noch nicht, nein. Oh, nein. Ist das wahr? Ja, das ist wahr, aber lass doch auf, du bist ja das reinste Beuteltier. Der gute Leopold Maria, er hat mir das Leben gerettet. Was ist denn los? Du siehst ja völlig derangiert aus. Nicht, ich hab Schüttelfrost. Nein, Kind, er hat nichts gemerkt, aber sieh dich vor, der schüttelt Wahnsinn. Silva! Nein! Du bist gekommen, um... Ich bin gekommen, Durchlaucht, um Ihnen Glück zu wünschen. Und selbstverständlich wollte ich auch einmal Ihre Braut sehen, das gebe ich ja zu. Ich wollte noch wissen, mit wem Sie sich verlobt haben, bevor Sie diese Jux-Hochzeit mit mir arrangiert haben. Jux-Hochzeit? Aber, mein lieber Freund. Ich glaube wohl, keiner hat diesen Fidelenspaß wirklich ernst genommen. Wir haben uns auch köstlich amüsiert, nachdem Sie fort waren. Warum hast du Boni geheiratet? Nun, Boni hat mich schon immer geliebt. Er vergöttert mich geradezu. Und auch ich muss sagen, er ist ein überaus zärtlicher Ehemann. Aber das ist doch alles Komödie, oder? Liebst du ihn etwa auch? Aber Edwin, glaubst du denn, ich hätte jemals einen Mann heiraten können, den ich nicht liebe? Dann habe ich nichts mehr zu sagen. Frau Gräfin, bitte mich zu entschuldigen. Aber Edwin, warum denn so aufgeregt? Ich hörte, Durchlauf, gedenk meinem Beispiel zu folgen. Hm? Wann machst du Hochzeit? Noch heute findet meine offizielle Verlobung statt. Und ich danke Ihnen für die Ehre, die Sie mir erwiesen haben, persönlich zu erscheinen. Mach nicht so große Worte, Edwin. Komm, gib mir lieber eine Zigarette. Weißt du... Warum sollen zwei Menschen, die einmal etwas Schönes miteinander erlebt haben, nicht ohne Groll daran zurückdenken und Freunde bleiben? Und jener Abend, okay, das war nur... Ach, Edwin. Nur ein Traum. Aber wohl der schönste Traum meines Lebens. Oh,
Und versteht mich denn der Gott? Nein, mein Lieber, so ein lustiger Roman ist zum Lachen. Ja, da kann man nichts mehr machen. Sagen Sie,
Wann ich wäre frei, ich meine so richtig frei, so frei wie der Fisch in der Luft oder der Vogel im Wasser. Dachte, könnten Sie mir denn dann nicht ein bisschen gut sein? Graf Boni. Sie wissen, ich kann und darf Ihnen darauf keine Antwort geben. Warum denn nicht? Ich weiß, wegen meiner Frau. Wissen Sie was? Meine Frau, die kann ich von mir aus jederzeit beseitigen. Herr Boni! Ganz schmerzlos natürlich. Ja, aber auch nichts davon. Die bleibt sogar am Leben. Da hat sie aber ein Schwein gehabt. Ehrlich gesagt, nein. Ja, warum haben Sie denn erst geheiratet? Also, das verstehe ich nicht. Eine so schöne Frau zu haben, so jung verheiratet zu sein und dann schon wieder nach anderen zu schauen, das ist ja... Das, meine liebe kleine Stasi, das ist die Liebe. Gucke, Männer gibt's ja genug, manche junge, manche alt, manche heiß, manche kalt. Mädel, schau, Männer gibt's dumm und schlau, und fast jeder sucht eine Frau. Thank you.
perfekt. Die Feier ist in vollem Gange. Alle Gäste sind da. Und du, du, du. Du kennst mich nicht. Du legst mich doch auch nach dem Maroder. Come on, baby, come on, baby.
Sie ja gerade in Hexwerfahrung. Ja, was willst du Ihnen sonst sagen? Ganz einfach. Ich habe mich in die Gräfin Conciliani verliebt. Ich kann ohne sie nicht mehr leben. Ja, aber Edwin, wenn Sie erfahren, wer ich wirklich bin. Das werden Sie schon nicht. Du bist eine Gräfin Canciano und eine geschiedene Gräfin darf ein Fürst Wellersheim zu seiner Frau machen. Ja, aber wenn ich noch Silva Baresco wäre? Silva. Jetzt kann ich dir ja sagen, meine Familie hätte einer Heirat zwischen uns beiden nicht zugestimmt. Und du? Hättest du dich gefügt oder hättest du dein Wort gehalten? Versteh mich nicht falsch, Silva. Gewiss hätte ich mein Wort gehalten, aber glücklich wären wir beide doch nie geworden. Nicht glücklich geworden? Ach, Silva, hör auf, darüber nachzudenken. Ich werde sofort mit Papa sprechen. Nicht glücklich geworden. Er schämt sich meiner. Leute? Ach, lieber Herr Oberleutnant, bringen Sie mir doch bitte meinen Mantel. Selbstverständlich. Einen Augenblick. Ja, aber was höre ich denn da? Die Gräfin ist müde. Mein schönster Gast will uns schon verlassen. Bitte, Gräfin, tun Sie mir das nicht an. Nein, das gibt es ja nicht. Sie wollen uns verlassen. Meine liebe Nichte Anastasia. Pardon, Onkel Durchlauf. Ich glaube, wir lassen das heute besser. Ja, aber was soll das denn heißen, Stasi? Das heißt, dass der Edwin eine andere gern hat. Oh, eine andere? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bleib dir nur selber treu. Und findest du das Glück, das du so sehr erträumt, geht gerne ich dich frei. Edwin, du bist frei. Und diese andere, wer ist sie? Diese andere ist... Jawohl, die Gräfin Canciano. Sie scherzen, Gräfin. Gräfin, Sie? Ich bin keine Gräfin, aber ich war es. Ich bin. Ich sage Sie das auch nur ganz geheim. Ich bin eine Fürstin Wellersheim. Von ihrem Sohne unterschrieben. Silva! Du schweig jetzt bitte, ja?
Edwin Ronald Karl Maria Fürst Rippert Weilersheim erkläre hiermit feierlich Fräulein Silberbares zu meiner rechtmäßigen Gattin zu machen und binnen 8 Wochen dem Bund vor Gott, Gesetz und Welt zu schließen. Das ist ja nicht möglich! Dann sind Sie also doch Silberbares. Bin ich dein Freund?
noch scheußlicher. Sag einmal, mehr als dich heiraten wollen konnte der Edwin ja nun wirklich nicht. Also, wozu war ganze Skandal eigentlich notwendig? Aber verstehst du denn nicht? Seine Eltern hätten mich doch niemals akzeptiert. Und er wäre sein Leben lang unglücklich gewesen. Ach, und deswegen führst du dich auf wie eine Provinzduse? Also, warum? Der Feribatsch, den nehmen wir jetzt mal auf die Schübe. Na endlich! Das wird ja allerhöchste Zeit! Gibt es denn in diesem Schutzschuppen überhaupt nichts mehr zu trinken? Champagner und Musik, aber zack, zack! Tut mir außerordentlich leid, aber wir haben eigentlich schon Schluss. Ja, was heißt denn hier eigentlich? Was heißt hier Schluss? Also einen doppelten Baratz oder wir kaufen hier die ganze Schose und schmeißen alle raus. Das wäre mir nur angenehm. Seit meine Silva nicht mehr da ist, kann ich sowieso jeden Abend den Schlüssel früh herumdrehen. Das hätte es früher nicht gegeben. Um 2 Uhr, am frühen Abend. Na, dann kannst du ja froh sein, du alter Schwede, dass du deine Silva wieder hast. Holy du! Und Silva auf Mäde! Lass dich anschauen! Das wird Aufsehen machen in Budapest, dass du wieder da bist. Das auch Bayern wird brechen. Wenn du wieder auftrittst. Es sind zwar nicht gerade da, die nicht verliebt gewesen waren, aber ich kann es ja nicht mehr hören mit Julischka und Walli. Jeden Abend das gleiche Theater. Und die holen auch keinen Hering mehr vom Teller. Schau, so, Julischka mit ihren hohen Stöckelschuhen. Ja, Julischka, die Julischka aus Budapest. Ach, schön, dass du aus Amerika zurück bist. War großer Erfolg, was? Ja, Feri, das war es wirklich. Ich freue mich so, wenn du wieder auftrittst. Sind zwar nicht mehr alle da, die dich verliebt gewesen waren, aber schau, schau dein Kleid. Dein Kleid ist immer noch da, wo es immer war. Ach, Feri, ich trete nicht mehr auf. Nein, ich werde heiraten. Das weiß ich ja gar nicht. Wenn du den heiratest, das wäre die größte Dummheit von deinem ganzen Leben. Dann nimm lieber. Bitte schön, das sag ich ja auch. Wenn ich das nicht hätte. Musst du überhaupt heiraten? Komm zurück zum... Nein, Berit. Nie mehr. Hast du ihn denn immer noch gern, den Edwin? Nein. Ich kann dich ja verstehen. Habe ich selbst alles einmal durchgemacht. Aber deswegen ganzes Leben wegschmeißen, das darfst du. Wenn Liebe hat dein Herz gekränkt, die Kunst, Silva, die Kunst wird alles wieder schenken. Ruhe und Vergessen. Du gehörst zum Theater, dort ist Heimat deiniges. Nein, Philipp, werde auch ohne Theater glücklich sein. Ach, du passt nicht in diese Familie. Du gehörst zur Kunst, dir gehört ganze Welt. Schau mir in die Augen. Hast du denn schon vergessen, wie das ist, wenn du auf der Bühne stehst und ins Haus hineinschaust und alle Augen sind auf dich gerichtet und dann wird es auf einmal ganz still und dann fängst du an zu singen und zu tanzen und alle Herzen fliegen dir zu, besonders die männlichen zu. Dann erst wirst du wirklich glücklich sein. Dann wird vor dir alles versinken. Dann wirst du sein, was du immer warst. Singvogel, Goldier, mit Glück im Schnabel und Glück im Herz. Dann
wirst du sein, unsere Silva. Pelimati! Geh ich fort vom Theater, bitte. Bleib bei uns. Ich kann nicht. Und doch, du kannst. Du brauchst nur einen Ruck, Herr. Ein allerletztes. Jetzt zeig dir einmal der alte Peribaci, was er noch kann. Bonnie? Ja? Komm halt. Ja? Ach, hast Geige genommen. Was Feuriges, was ihr geht im Blut hinein, da weiß ich schon was. Spiel Zigeuner deine Geige, lass hören, was du kannst. Der Teufel spiel und zeige, wie dein Bogen tanzt. Spiel ein Lied, das weint und lacht. Spiele, bis dein Bogen kracht. Spiele, bis heranbricht hell das Morgenrot. Spiele, Bettchen, schlagen dir die Trompete. Joi, mein Bruder, herzlich, kauf mir die Welt. Ich kann warten, nur keine Ausflüchte mehr. Ich
habe lang genug Geduld mit deiner grenzenlosen Dummheit gehabt. Bitte schön. Dummheit? Ja, also jetzt reicht es mir aber. Weißt du, erst verlobst du dich, dann heiratest du nach allen Seiten hin und wieder zurück und dann tuchst du mich in deine Suppe mit hinein. Und so dann das Kind in den Bad auslösen, ja, das haut ja ohne, fast die Krone in für sich. Ja, wie soll ich wieder raus? Krone! Wenn ich Silber nicht zum Mann haben, wie komme ich dazu, deine Frau zu heiraten, während ich in deine Braut verliebt bin? Ja, wie komme ich überhaupt dazu, eine Frau zu heiraten, die einen Mann hat, der eine Braut hat, die mich zu ihrem Mann haben will? Ja, wie komme ich dazu, eine Frau zu meiner Frau machen zu wollen, die ein Bräutigam hat, der eine Frau hat, die mich zu ihrem Mann haben will? Tja, Roni, was erlaubst du dir? Ach, ich muss auch einmal mein Herz ausschütteln. Ja, mit dem redest du am besten. Ich? Aber warum denn ich? Da weißt du, was nach deinem glorreichen Abgang bei uns zu Hause noch los war. Na, aber Edwin, was soll ich denn daran bloß machen? Um Gottes in der Welt, immer ich. Oh! Ja, bitte! Ich lasse bitten. Und das kommt dann. Ja, wer kommt denn da? Mein Gott, nun muss ich mich auch noch selber in dieses Sündenbadel begeben. Guten Abend, Boni. War der Edwin da? Ja. Und, wo ist er jetzt? Jetzt ist er, glaube ich, nicht mehr da. Ich will nicht wissen, wo er nicht ist. Ich will wissen, wo er ist. Das muss in der Familie liegen. Im Konzert. Es ist ihm also nichts passiert? Nein, bitte, nimm doch bitte hier Platz. Du weißt hoffentlich, was nach deiner albernen Komödie bei uns noch los gewesen ist? Ja. Ja, ich weiß. Die Stasi, das arme Kind, ist kompromittiert und wir sind blamiert. Also bitte schön, ja? Die Verlobung von Komtesse Stasi, die kann von mir aus heute noch stattfinden. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich hier die große Ehre habe, Onkel Durchlauf, um die Hand, um die kleine zarte Hand von süße Stasi zu bieten. Ihr seid aber ein bisschen verrückt geworden. Ist das Betty Moon? Das geht doch ganz. Nie würde sie einwilligen. Sie liebt doch unseren Edwin. Also das glaube ich nicht. Bitte, ja. Können wir die Stasi jetzt vielleicht irgendwo erreichen? Sie ist auch hier in Budapest, im Hotel. Im Hotel? Ja, aber das ist ja fabelhaft. In welchem Hotel? Im Hotel Excelsior mit der Tante, ach, ich meine mit meiner Frau. Ja, im Hotel, ein Telefon. Ein Telefon, ich muss sofort telefonieren. Halt ein, was machst du denn für Geschichten? Ich telefoniere. Ja, Hotel Excelsior. Ja, Graf Boni Canciano hier. Ja, bitte geben Sie mir Comtesse Eggenberg, ja? Ja, ich warte, danke schön. Ja, Stasi, ja, hier ist der Boni, bitte. Bitte legen Sie jetzt nicht auf. Ja, ich weiß, Sie sind sehr böse auf mir. Aber glauben Sie mir, ich bin so unschuldig an die ganze Sache wie das Amen im Gebet. Ja, Stasi, ich bin mit Durchlaucht hier. Nein, mit Alter. Stasi. Ich habe mir erlaubt, bei Alte Durchlauf, um die Hand von gnädigem Fräulein anzuhalten. Bitte schön. Nur genau dasselbe hat er mich auch gefragt. Sie hat mich gefragt, ob ich verrückt geworden bin. Dazu braucht man kein Verstehen zu sein. Hallo, sind Sie noch dran? Ja? Ja, Sie lachen ja, Stasi. Sie fallen ja gar nicht in Ohnmacht. Bitte sagen Sie jetzt nur ein liebes Wort. Es hängt mein ganzes Lebensglück davon ab, ja? Ja. Ja? Ja! Oh, Stasi, dafür muss ich Ihnen jetzt ein Bussi geben. Muah! Ah, Stasi, du machst mich zum glücklichsten Menschen von der ganzen Welt, ja? Bitte schön, danke schön. Danke, das wollte ich nur wissen. Danke, tschüss.
Da siehst du, so etwas nennt man eine richtige Verbindung. Kannst mir gratulieren. Schwiegerdurchlauf. Sie hat ja gesagt. Leopold, Maria, Mitzi, Polly, Bussi. Ja! Kein Mensch, niemand mehr auf der ganzen Welt hat jetzt noch ein Recht auf mir. Entschuldigung, Durchlauf. Pardon, mit wem habe ich die Ehre? Fernseh, der Kerrikesch von Perse, Mänzeturen, also Kirichasa. Bessere bekannt als Perivacci. Leopold Maria, Fürst Lippert Weihnachten. Der alte Epi. Pardon, ich bin guter Freund von Ihrem Sohn. Da mal ein bisschen ein in ihre Familie, aber ich weiß von alles. Na, umso besser. Dann werden Sie auch verstehen, dass ich unter keinen Umständen einer solchen... Pardon, aber das sehe ich gar nicht ein. Darf ich mich setzen hier auf Ihren... Was ist das? Schauen Sie, wann einmal ein Bub ein Mädchen hat, dann muss der Vater nachgeben. Vielleicht mag die Hochzeit mit einer Chansonette in Ihren Kreisen standesgemäß sein. In unseren jedenfalls nicht. Pardon, ich bin auch ein Edelmann. Ich hätte mir geschleckt alle Finger, wenn ich wegkommen hätte, die Kupferhilda vom Orpheum in Mischkolz. Kupferhilda? Die schönste Primadonna, die je im Orpheum von Mischkolz aufgetreten war. Sie hatte rote Haare, deshalb Kupferhilda. Und tanzen konnte die Und Beine hatte die wunderschöne Beine, die haben gereicht, genau von den Knöcheln bis zum Jesus. Ich wollte sie heiraten, aber da hat sie mir weggeschnappt, ganz einfach knacker, der Obergespann. Aber als der gestorben war, konnte ja nicht lange dauern. Und ich habe gehört, ich bin sofort wieder hin, wollte sie wieder heiraten, aber ich bin schon wieder zu spät gekommen. Und diesmal hat sie mir weggeschnappt. Der Graf Zenzler geht. Auch als Ritter. Was sagen Sie da? Die Witwe des Grafen Zenzler? Sie irren sich auch nicht? Ach nein, in diesem Fall würde ich mich nie irren. Trage ich doch ein Bild von ihr immer an meinem Herzen. Herzen. Mein Gott, meine Frau eine Chansonette? Was ist mit Ihnen? Sie sind ja plötzlich blass geworden wie Leichentuch. Kennen Sie sie etwa? Ivo, mir ist auf einmal nur so furchtbar heiß geworden. Ich brauche etwas Luft. Leopold, da bist du ja endlich, Leopold Maria. Wo ist mein Sohn? Frau Kemmerlin? Gestatte mich vorzustellen, wenn Sie der Kerrikesch von Perse Mäzetur und alte König Charles. Schätze mich besonders glücklich, die Bekanntschaft von euer Wohlgeboren zu haben. Die Kupferhilde hat Grinspan angesetzt. Weiter als Orpheum in Mischkolz. Hat er also alles erzählt? Es ist also wahr, ich habe die Brettelgieber von Mischkolz geheiratet. Madonna, wenn ich
kann ich den Bub erst richtig verstehen. Der konnte ja gar nicht anders, der ist ja erblich vorbelastet. Leopold Maria. Eine Tingeltangeltöse? Und so einer war ich all die Jahre bündisch ergeben. Ich weiß, wie dir jetzt zumute sein muss, aber glaube mir, ich schäme mich so. Du hast mir also in all den Jahren verschwiegen, dass du... Genug? Genug. Quäl mich nicht länger. Mit deinen Vorhaltungen. Ich weiß. Ich verdiene nicht Aber glaube mir, Leopold Maria, in all den Jahren habe ich immer nur das eine gewollt. Dein Bestes. Naja, ich gebe jeden Widerstand auf. Zwei Chansonetten in der Familie. Da zerfällt ja mein Stammbaum in lauter Bretter, die die Welt bedeuten. Ach, Leopold Maria, voll die Leid, tut die Leid. Jetzt weiß ich auch, woher du schon immer so gut singen und tanzen konntest und woher du deine, naja, nicht ganz so standesgemäßen Ausdrücke hattest. Naja, ich bin nun mal ein Zirkuspferdchen. Und jetzt verstehst du endlich, warum ich immer so meine Schwierigkeiten hatte mit der Etikette und so. Dafür hast du dich aber ganz gut geschlagen. Leopold Maria, ich bin also immer noch dein Weib. Mischkreuz, ich trottel. Kupferhilda, bist schon mehr ein Teufelsweib. Ja, so ein Teufelsweib. Fängt dich mit Seel und Leib. Siehst du, was echt hält. Sieh dich in Wandel hält. Ja, so ein kleines Weib. Ja, so ein Weib. Na, das ist deine Bedingung? Ja, das ist meine Bedingung. Na, dann lass das nur meine Sorge sein.
im Verein von Liebenden. Da bin ich nämlich der Fachmann. Oh. Ja, ja, warte nur. Ach, noch heute Abend bringe ich die zwei unter eine Decke. Und wie? Das ist mein Geheimnis. Ja, Filibald, ich komme. Die Silber ist schon hier? Los, jetzt machen wir unseren Schwindel. Los, los, mach trauriges Gesicht. Na, warte. Ja. Ja, Edwin, du bist es. Ja, was ist denn nur los mit dir? Ja, du zitterst ja so mit deiner Stimme. Du siehst ja ganz blass aus. Du kannst ohne Silva nicht mehr leben. Ja, bitte mach doch keine Dummheiten. Du bist doch noch in so jungen Jahren. Bist doch noch Knospe. Kannst doch noch sprießen. Ich schieße. Gib den Revolver weg. Gib den Revolver weg. Oh Gott, Edwin, lass mich mit ihm sprechen. Weg da. Ein Menschenleben steht hier auf dem Spiel. Hast du nicht eine Kostprobe deines Könnens für uns gemacht?